grundsätzlich fragen. Sie hatten jetzt nochmal mit dem Selbstverteidigungsrecht Israels argumentiert. Jetzt, das werden Sie sicherlich auch durch Ihre Vertretung in Beirut wissen, bricht Israel eigentlich tagtäglich in das Hoheitsgebiet des Libanons ein, gerade mit seinen Luftstreitkräften. Wäre denn völkerrechtlich aus Sicht der Bundesregierung ein Abschuss israelischer Flieger durch die reguläre libanesische Armee vom Völkerrecht gedeckt? Herr Warbeck, es ist ja so, und das steht, glaube ich, auch außer Frage, dass seit dem 8. Oktober Hezbollah zahllose Angriffe auf den Norden Israels fährt, dass es dort fast täglich zu Beschuss kommt. Und Hezbollah hat ja in den letzten Wochen auch immer wieder angekündigt öffentlich, dass sie weitere Angriffe vornehmen werden. Insofern kann ich jetzt hier nicht über die konkrete militärische Situation und die ihre Bewertungen spekulieren. Aber nur weil Sie es in der Frage auch nochmal aufgeworfen haben, steht vollkommen in Abrede oder steht sozusagen, ist vollkommen anerkannt, dass es ein völkerrechtliches Selbstverteidigungsrecht gibt. Und das gilt eben auch für einen unmittelbar bevorstehenden Angriff, wenn der nicht anders abgewendet werden kann als durch sofortige Verteidigungsmaßnahmen. Und ich glaube, das ist, was wir da am Wochenende beobachtet haben. Meine Frage ging eher generell bei Israel tatsächlich auch weit vor jenen Oktoberereignissen, ich glaube, jeder, der in Libanon war, hat es auch gesehen, wirklich fast tagtäglich die Lufthoheit bricht. Und da würde mich nur grundsätzlich interessieren, ob Sie der libanesischen Armee Selbstverteidigung im Sinne von Abschuss einräumen würden. Also wir beobachten doch da einen Konflikt, wo auf der einen Seite die Hezbollah stimmt, steht, die Israel nicht nur droht, sondern Israel eben auch beschießt und angreift und der israelischen Armee. Sie wissen, dass wir uns ja immer wieder eingebracht haben, um eine regionale Eskalation zu verhindern, um eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Die Außenministerin war ja mehrfach im Libanon. Die UNIFIL ist dort engagiert, trägt zum Deconflicting bei. Insofern muss es uns doch darum gehen, zu klären, wie wir auf eine Lösung kommen und eine weitere Eskalation zu verhindern. Und da sind alle diplomatischen Kanäle im Moment aktiv und tragen dazu bei, hoffentlich, dass dort weiter dekonfliktet wird und dass dieser Konflikt nicht Raum greift. Dann hat